Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Kena Bridge of Spirits. Bei mir auf dem Kanal, auf der Meister-Geisterführer-Schwierigkeit hier gestartet. Und jetzt sind wir bereits bis zu Rusus Berg und zu seinem Haus gekommen, wo wir hier einen Kampf gehabt haben und uns jetzt mal durch dieses Portal hier weiter bewegen und gucken, wo uns das hinführt. Ja, wie gesagt, ich habe das Spiel schon durchgespielt, bin aber jetzt tatsächlich gespannt, wie sich das hier auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe so spielen wird und was uns dahingehend vor allem die Bossfights betreffend so erwartet, denn die werden, glaube ich, fast schon unverhältnismäßig schwierig. Aber klar, oh, ja, apropos, hier ist, glaube ich, schon ein Bossfight. Oh, vor lauter Schreck bin ich jetzt... bin ich jetzt direkt das Brett runtergefallen? Na gut. Ist aber auch dunkel hier. So, jetzt aber. Oh, welcher Boss war das denn gleich nochmal? Ah, das ist der. Ah, okay. Hier ist einer, der verschwindet immer in diesen Sümpfen oder was das hier sein soll. Ja, genau. Okay. Gucken wir uns an, wie das hinhaut. Kappa. Kappa heißt der, okay. So, alles klar. Das heißt, ich muss hier erstmal diese Kleinen besiegen, um ein bisschen Rottkraft zu bekommen. Das sollte ja machbar sein. Okay, nicht so nah rangehen hier. Zack. Und sobald wir da die Rottkraft aufgefüllt haben, müssten wir ihr eigentlich quasi festhalten können. Mit Rott. Jetzt haben wir das. Ist er verschwunden. Wo kommt er raus? Da ist er. Und jetzt kann ich ihn genau so mit dem Rott quasi lähmen und ein bisschen Schaden reinbekommen. So, Achtung, da müssen wir aufpassen. Oh, den könnte ich ja auch mal versuchen zu kontern, seine Attacke. Vielleicht kriege ich dann noch mehr Schaden rein. So, dann gucken wir mal. Und genau so machen wir das jetzt weiter. Zack. So, da haben wir's. Und wo ist er? Wieder da. Und zack, wieder schnell hin. Ordentlich Schaden reinmachen. Oh, verdammt, okay. Ja. Hat nicht ganz geklappt mit dem Kontern. Ich war ein bisschen zu langsam. Das ist ärgerlich, weil das hat jetzt ordentlich Schaden gemacht, natürlich wieder. Vielleicht ist das zu riskant. Aber wenn man einmal das Timing raus hat, dann müsste natürlich eigentlich machbar sein. Oh. So, jetzt könnte ich natürlich den Rott schon nutzen, um mich zu heilen. Aber vielleicht hole ich mir jetzt einfach zwei. Nein, komm, jetzt ist er gerade da, jetzt halte ich ihn wieder. Zack. Okay, naja, nicht gekontert, aber wenigstens ein bisschen Schaden bewahrt. So, dann heilen wir uns mal kurz. So, und jetzt gucken wir mal, wo kommt er raus. Oh, ja, genau, jetzt ist er da oben und jetzt schmeißt er, glaube ich, ja, genau. Schnell weg. Aua, boah, das gibt's nicht, trifft er mich. Eieieiei. Okay, kann ich mich nochmal irgendwo heilen? Nee, das war's, ne? Eieiei. Oh, jetzt macht er mehrere Attacken. Okay. Von den Kerlen und die halten so viel aus, ey, das gibt's nicht. Das muss man wirklich aufpassen, weil auch die können einem natürlich Schaden machen. Wir versuchen die hier einzeln rauszupicken. Okay. Und er ist wieder da. Wo ist er, wo ist er? Da, wir halten ihn wieder fest. Okay. Ja, wieder nicht gekontert, aber wenigstens auch nicht zu spät dran. Und da ist er platt. Okay, war machbar, sehe ich ein. Das war machbar, aber
Es ist halt, sobald man einen Hit bekommt, ist man im Grunde dem Tode nahe. Also es ist wirklich gemein. Ah ja, jetzt fährt hier der Aufzug hoch. Jetzt gucken wir mal, da oben noch was zum Einsammeln ist. Ah, hier, guckt mal, da ist noch ein bisschen Kohle. Vielen Dank. Okay. Und ich glaube, das war's. Wie sind wir denn eigentlich hier? Mir fehlen zwei Blumenschreine. Ja, Hüte und Rott natürlich. Rott kriegt man auch immer einige beim Endboss. Das heißt, es fehlen wahrscheinlich noch fünf oder so. Ich muss sagen, da bin ich jetzt doch auch mal gespannt, ob ich da alle finde direkt. So, jetzt fahren wir erstmal mit dem Aufzug hoch. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, jetzt sind wir schon fast ganz oben auf Russos Berg. Und sollten demnächst auch, Spoiler Alert, eine neue Waffe bekommen. Okay. I think we found Mr. Russo. Das ist sehr gut. Das heißt nämlich, wir sind wirklich gleich da. Guck mal, hier kriegen wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Vielen Dank. Apropos, wie ist denn da eigentlich der Stand? Wir brauchen 150 Minimum für die Attacke. 300 für einen zusätzlichen Karma. Ne, stimmt gar nicht. Mit einer Rott-Aktion starten. Okay. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Also ich brauche auf jeden Fall mal noch ein paar Erfahrungspunkte hier. Gibt es hier irgendwo was? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwo einen kleinen Rott verpasse. Und deswegen alles nochmal ablaufen muss. Das wäre sehr ärgerlich. Na gut, da oben ist der Turm. We brought our friend Kena. She's here to help Toro. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Russo. There's a relic covered by the corruption at your house. But I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. Nice. Yes, wir kriegen den Bogen. Das ist richtig wichtig. Das Ding funktioniert echt gut in dem Game. Und Kena lernt jetzt hier, wie man den Stab in einen Bogen verwandelt. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Bam, sehr schön. Okay, und jetzt kommt, wenn ich mich nicht täusche, genau, so ein kleines Tutorial.
Zack, da kommen sie. Und dann können wir jetzt hier mal ein bisschen Bogenschießen üben. Das fühlt sich auch hier am PS5-Controller auch immer ganz cool an, weil der Trigger so ein bisschen Resistenz hat. Und dadurch das Ganze auch so ein bisschen sich, ja, fast echt anfühlt. Das ist vielleicht übertrieben, aber man hat zumindest dieses Bogenspanngefühl in irgendeiner Form. Und jetzt gibt es hier ein bisschen in dem Eck hier so ein bisschen Tutorial-mäßig ein paar Bogenübungen. Die machen wir jetzt auch alle, weil das gibt natürlich wieder Erfahrungspunkte. Von daher lassen wir uns das natürlich nicht entgehen. Servus. Focus is critical. Fully draw the bow and your arrows will be more powerful. Pull the lever to drop the targets. Okay, mach mal. Einmal. Zweimal, dreimal, viermal. Easy, ne? Ich weiß gar nicht, ob man hier, wenn man es mehrfach macht, auch mehr Erfahrungspunkte bekommt. Ich glaube immer nur beim ersten Mal und dann gibt es wahrscheinlich nochmal Kohle oder so. Ja, genau. Okay. Also, dann gehen wir zum nächsten. Hier ist, glaube ich, ein Rod. Ja, da ist er. Sehr schön. Was hat Russo zu sagen? Na klar. Okay, einmal. Oh, verdammt. Okay. So, gibt es nochmal eine Übung? Ja, es gibt, glaube ich, hier noch ein, zwei. Hier, das ist auch Erfahrungspunkte, diese Früchte. Die kann man dann alle essen lassen. Gibt wie viel? 5 pro Frucht. Also 15 insgesamt, wenn man die hier findet. Sehr schön. Und hier ist noch ein kleiner Woodshop. Servus. Haben wir welche zum Einkaufen? Ja, hier den Topf haben wir noch nicht. Vogelnest. Okay, das war's anscheinend schon. Na gut. Bisschen Kohle. Ja, also die Kohle ist hier einfach. Man braucht sie nicht wirklich, leider. Hier, you'll need to make every shot count. Destroy all the targets to progress. There are 3 difficulty. Okay, 3 Schwierigkeitsstufen. Danke. Einmal. Das war dann wohl Nummer 1. Oh, ich hätte warten müssen, bis meine Pfeile wieder aufgeladen sind, ey. Okay. Ja, komm, nochmal 4. Uiuiui, das wird eng. Und jetzt habe ich nämlich keinen Pfeil, weil ich nicht gewartet habe. Okay, alles gut. So, jetzt muss ich mal kurz warten, bis ich alle 4 Pfeile wieder habe, sonst wird das noch schwieriger. 3. Okay. Das sollte passen. Einmal, zweimal. Okay, jetzt lädt er trotzdem nicht alle Pfeile in der Zeit, wenn ich so schnell hintereinander schießen muss hier. Komm, gib mir einen Pfeil. Noch einen, come on. Oh, das wird eng. Ich glaube, der hier kam zuerst. Und dann der hier. Oh. Okay, alles gut. Vielen Dank. Dann haben wir das auch geschafft. Und eins gibt's noch, glaube ich, eine Übung. Und die sollte hier oben sein. Oh, hier ist auch ein Schrein. Sehr gut. Okay. 6 Ziele. Ah, jetzt muss man laufen, während man schießt. Genau, okay. Ready, go. Go. Ich bin ein bisschen früh losgelaufen. Egal. 2. 3. Und wo ist der letzte da? Ja, das war doch solide, würde ich behaupten. Und wir haben Russos Maske, das heißt, wir haben hier, glaube ich, alle Dinger gemacht.
Und jetzt gucken wir mal noch, den Tempel müssen wir ja auf jeden Fall noch machen. Was ist das hier gleich nochmal? Ah, da kriege ich eine Träne, ja, sehr gut. Vielen Dank. Ah, der sieht auch schon cool aus. Dann können wir hier schnell den Tempel heilen. Zack. Oh, vielleicht muss ich den Strohballen dahinter auch noch machen. Nicht, dass da noch ein Rod versteckt ist oder sowas. Wahrscheinlich ist da nichts, aber ich mach mal auf Nummer sicher. Wie gesagt, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wo alle Rod oder Hüte versteckt sind. Okay, da ist aber nichts drin. Dann aktivieren wir den mal. Nice. Okay. So, und ich glaube, jetzt können wir hier schon weiter. Was sagt er hier? Manifestations of corruption patrol the path ahead. Your bow should help clear the way. Nice. Oh ja, jetzt kommen wieder Gegner, alles klar. Buff. Ja, also in Close Combat ist das natürlich nicht wirklich effektiv, aber für solche Kerle hier. Ups. Oh, die bewegen sich auch noch. Okay. Oh je. Oh, close. Verdammt. Okay, aber ich habe ihn auch gekillt. Na, wo kommst du? Da wieder, close. Oh, come on. Der hat noch ein HP. Come on. Okay. Einmal. Einmal. Er schießt von irgendwoher. Da oben. Wo kommt er wieder? Wo kommt er wieder? Da. Kann ich ihn... Kann ich ihn auf die Entfernung eigentlich auch festhalten? Nee. Ah ja, genau, das war's. Ah, das habe ich ganz vergessen. Wenn man springt und dann schießt, hat man ein bisschen, ja, wie quasi Zeit einhalten. Das ist ziemlich cool. Und man kann jetzt diese Teile auch mit einem Pfeil quasi aktivieren. Sehr schön. Okay. Würde ich sagen, gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Es gibt noch mal ein paar Erfahrungspunkte. 290, noch 10 und ich habe meine 300. Das wäre sehr, sehr cool. Brücke aktiviert. Nice. So, was gab's hier? Okay, wir reden mal mit Russo. This broken path leads to my house. Oh, ich glaube, da unten ist jetzt der... Ja, da unten ist der Bossfight. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Von daher, glaube ich, ist das ein guter Punkt, hier nochmal einen kleinen Break zu machen. Aber jetzt gucke ich erstmal, was es hier drüben gibt. Ah, hier, das sind so Meditationsplätze. Da kann man sich schön hinlegen oder setzen. Bisschen meditieren und das Ganze gibt uns ein bisschen mehr Energie dann. Ein bisschen mehr Energie. Und jetzt können wir uns hier entspannt ausruhen, meditieren. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sequenz, die wir da immer einspielen und meistens halt mit der Landschaft und bla bla. Und das kann man dann aber zu jedem Zeitpunkt auch wieder abbrechen. Jetzt gucke ich mal, ich glaube hier gibt es nichts mehr. Und das hier, diese Blumen, ist auch neu, wenn man jetzt hier drauf schießt. Dann zieht es einem direkt dahin. Das ist ziemlich cool gemacht. Ja, ich denke, das soll für diesen Part schon reichen. Im nächsten Part stellen wir uns einem der schwierigsten, oder ja, also bis jetzt den schwierigsten Bossfight, würde ich behaupten. Der wartet da unten auf uns und das wird es im nächsten Teil geben. Und dann können wir eins der Relikte einsammeln und uns dann weiter auf den Weg zu den Relikten von, wie heißt er, Taro machen. Wir haben zwei Erinnerungen von ihm gefunden, aber noch kein Relikt, also da wartet noch ein bisschen Aufgabe auf uns.
Vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal zu Kena Bridge of Spirits. Bis dahin und tschüss.